Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde vom Community Content. Diesmal gibt es nicht nur eine neue Map, sondern es werden neue KIs vorgestellt. Und zwar genauer neue KIs von Kevin Scheffel und Monstertomate, die sie zusammen erstellt haben quasi. Und es sind Comedy-KIs, sagen wir es mal so. Das ist auch der Grund, warum ich hier noch nichts vorbereitet habe, denn ich gehe komplett blind da rein. Ich habe es jetzt installiert alles, ich habe es noch nicht mal großartig getestet, denn ich möchte mir das alles frisch angucken und ich möchte einfach quasi davon überrascht werden, was mich so erwartet. Also, von dem, was ich weiß, die Ratte ist neu, der Kalif, der Vazir, der Sheriff und Philipp. Das heißt, wir packen diese fünf in eine Runde, von mir aus gegen uns, und machen einfach mal eine Skirmish-Partie. Und genau das werden wir jetzt tun, würde ich sagen. Und ich würde sagen, Himmelherrgott, hier und da dresche ich wirklich aus einer einzigen Sprechart wirklich alles raus. Wir nehmen den grünen Punkt, weil der funktioniert fast immer. Weil die KIs, einige der KIs sollen viel Platz brauchen. Und der grüne Punkt ist so ein Ding, der funktioniert irgendwie immer, wenn KIs viel Platz brauchen. Und wir haben fünf Gegner, das heißt, wir können die wunderbar hier aufteilen. Das ist perfekt. Also. Lasagne Udvin. Moment mal, was? Ach ja, wir sollen erstmal alle Namen durchgehen. Wir haben verschiedene. Wir haben hier Raratte. Die Raratte. Eine der neuen Charakter. Die Raratte ist ein mutiger Kämpfer für ein vereintes Land. Nein! Für eine vereinte Erde. Dafür würde die Raratte auch töten, um den Anführer zu gefallen. Herr Merkel. Warte, ey, Pardei. Das soll irgendein Minister sein, ich weiß nicht mehr genau wer. Ich sehe es gerade nicht mehr von dem, was Kevin Scheffel mir geschrieben hat. Irgendein Minister, den wir haben, der irgendwie grauenhaftes Englisch sprechen soll. Unser Außenminister war es, genau, stimmt schon. Der irgendwie grauenhafte deutsch-englische Reden halten soll, irgendwie. Regiment de Puce. Hätte ich jetzt einen Zuschauermodus drin, könnte man sogar die 8 zeigen. Vielleicht wirklich, wenn wir so ein extra Special machen. Englishman in the Desert, Merkels Wüstenkämpfer, der Partyveranstalter, der deutsche Heilsbringer und der Mutmacher. Alles klar. People, Germany is with you. Okay, ich verstehe, was gemeint ist. Ich halte mich aus Politik eigentlich ziemlich weit raus und dementsprechend gucke ich mir nicht wirklich so die Bundestagssitzungen an. So, der nächste mögliche neben der rare Ratte ist Andreas. Andreas ist eine liebevolle Vaterfigur und ist dafür bekannt, sehr behutsam mit Menschen und Problemen umzugehen. Seine ruhige Art ist in der gesamten Wüste bekannt und wehe, jemand sagt etwas anderes. Hallo. Andreas, der Sanftmütige, der Obstplantagenbesitzer, der lässige Playboy, der ruhige Standardmensch, der entspannte Charmeur. Cool Dude Andreas und der miese Peter. Das ist so bescheuert einfach nur. Als nächstes haben wir Cass. Cass möchte einfach nur Unreal Tournament 2004 spielen. Sogar mit dem Dung im Hintergrund. Oh man, das ist eigentlich German Kid, ey. Ich wüsste mir nicht, was ich unter Cass vorstellen soll. Der Zocker, der Suchti, der Gangster, der Pro, der Schreihals, der Psychopath, der Nazi. Oh Mann, ey. Entmonetarisierung kommt. Ich sehe schon kommen, ey. Okay. Als nächstes hätten wir... Gehen wir das mal alles durch, bevor es losgeht. Rafa. Die Trashbacked Queen benötigt 1 Million Pilgerer, um die mehrere Psychiater zu bezahlen, damit sie sich nicht vom Balkon stürzt. Und ein Herrenhaus. Genau. Die Trashback Queen von 1 bis 7. Alles klar. Ersetzt Vazir, wie ich gerade sehe. Baba. Wählt euren Gegner. Und ich glaube, das den letzten nehmen wir. Wir haben jetzt 1, 2, 3, wir haben jetzt 4, ja. Als nächstes hätten wir auch Peter Lustig. Peter Lustig ist ein älterer Herr, der sich lieber mit Technik, Krams und Pflanzen beschäftigt, als um lässige Kriegsführung. Allerdings entwickelte er daher natürlich auch gerne alternative Verteidigungstechniken. Mit sehr wachsam. Wenn es jemand auf seine Gatten oder seine Erfindungen absieht, da kennt er aber keinen Pardon. Hallo.
Der Erfinder, das Genie, der Moderator, die Latzhose, der Tüftler, der Elektriker, der Gärtner. Alles klar. Scheiße. Wunderbar. Okay, alles klar. Einzige Vorgabe war, dass Rafa in Lila sein soll. Alles klar, und der Rest ist Wumpe, ja? Alles klar, dann haben wir einmal die Rarawatte. Dann haben wir Andreas. Dann haben wir... Hier, dann haben wir Peter Lustig. Oh cool, Peter Lustig bitte in Blau. Scheiße. Und sie in dieser. Dann haben wir alle fünf. Kommen, die sind dann miteinander verbündet. Ich habe keine Ahnung, was ich zu erwarten habe von der Schwierigkeit. Die sind unten. Ja, dann machen wir das einfach mal. Ich glaube, das passt schon so, wie es ist, oder? Können wir eigentlich so mitleben? Okay. Dann... Machen wir ein Deathmatch-Spiel? Oder machen wir einfach... Ja komm, wenn dann das mit der KI auch halbwegs Möglichkeiten sich auszubauen, dann geben wir von mir das auch... Haben wir 40.000? Ja komm, ich bin eigentlich... Ja, ganz ehrlich, ich sollte eigentlich nicht so Probleme bekommen. Ich bin trotz allem ein Veteran, das darf ich nicht unterschätzen. Okay, dann starten wir mit unserer Lasagne. Ich starte mit meiner Lasagne und meine Lasagne mit mir. Alles klar. Das muss direkt ans Vorratslager. Ach, halt die Waffel. Deine Meinung interessiert hier niemanden. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. So. Eure Beliebtheit sinkt. Was singt sie denn? Lass die Beliebtheit doch singen, wenn sie will. Wir leben hier in einem freien Land. So, ein bisschen Stadtholz bitte. Dann hätte ich gerne mein gutes altes Bier, sonst werde ich nicht glücklich. Ganz ehrlich, ohne Bier kann man nicht leben. Wer auch immer das schafft, das ist... Der lügt, dass er sagt, er überlebt ohne Bier. Das ist wie mit Bielefeld. Wer behauptet, dass es existiert, ist ein Lügner. So. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. Der erste Waffenproduktion. Ah, Käse bräuchte ich noch. Verdammt, wusste ich doch gleich, dass ich irgendwas vergessen habe, was essentiell ist. Die Holzvorräte sind zu knapp. Also Holz brauche ich nicht, aber ich brauche, ihr wisst schon. Du, du, du. So, dann gucken wir mal. Wir haben leider keine Stadtwaffen. Wisst ihr was? Ein bisschen was für eine Stadt holen wir uns, dass wir nicht so waschanfällig sind. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten. Und dann gucken wir mal. Bin zur Stelle. Außenminister de Puce haben wir hier. Dann haben wir hier Trashback Queen Rafa, die erste. Das ist, glaube ich... Den Gag verpasse ich tatsächlich ein bisschen, weil... Es gibt so viele, die in diese Kerbe schlagen würden, da ich jetzt nicht weiß, wer direkt gemeint ist. Da haben wir Andreas, der Sanftmütige. Peter Lustig, der Erfinder. Und Case, der Zocker. Alles klar. Achtung, bin zur Stelle. Rekruten benötigt, Sire. Du, 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 du. So, gib mal ein bisschen Keine runter. Steuern sind gute Steuern. So ja. Lautet meine Devise. Devise? Sind das nicht die Dinge, wo die Kühe draufstehen? So. Wir benötigen Holz. Unsere Lebensmittel. Kriegen wir bald mal unsere Holzvorräte endlich? Bitte, danke. Ihr habt nicht genügend Güter. So, jetzt haben wir eigentlich auch die passenden Ressourcen, um mal ein bisschen reinzuholen. Mach mal hier. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Ja, wird auch gemacht. Kein Problem, keine Sorge. Wir sind doch alle sanftmütig wie ein Andreas. Bogenschützen breit. Wir benötigen mehr Holz. Ja, sag mal. Hatte ich echt so wenig Holz? Vielleicht dachte ich, ich hätte mehr gemacht. Können wir echt ein bisschen mehr Power gebrauchen. Unter der Haube.
Ein Bauer befindet sich auf eurem Land, ist keine Arbeit. Sie Ach komm, genau, dann die Spawn eben von mir aus. Meine Güte, ey. Diese sensible KI, das ist unglaublich. PC Culture, Dankeschön. Die rare Ratte kommt. Eigentlich mal auf 60er Tempo gehen, 40er Tempo. Mein Bogen ist euer. Oh la la la, das sind ein paar berittene Bogenschützen, ich merk schon. Bin zur Stelle. Es werden Waffen, mein Herr. Angriffshaltung bitte. Ich kann euch jetzt brauchen. Eure Befehle? Allgemein, ich glaube, gerade in solchen Situationen ein paar extra Lanzenträger zu haben, ist nicht schlecht, weil die haben ja Bonusschaden gegen Kavallerie. Nicht zu vernachlässigen. Was ist? Eine Nachricht der Ratte. People, Germany is with you. Rücken aus. Da haben sie übrigens das einzige, bei dem quasi die Videos, die Sequenzen nicht verändert wurden. Eine Nachricht vom André. Bin zur Stelle. Ja, sind auf dem Weg. Nein. Nachricht von Ey, oh Gott, kommt mit Rittern, willst du mich verarschen? Das ist nicht ohne. Eine Nachricht von Polizei, ich möchte jemand anzeigen. Es gibt jemand, der gestoppt werden muss. Okay, das ist irgendein Gag, den ich verpasst habe tatsächlich. Irgendein Meme. Oh Gott. Okay, es tut weh. Ich merke schon, es tut weh. Es brennt. Ich brauche dringend eine Aufrüstung. Verteilt die Panzerschreck, Leute. Ihr wisst Bescheid. Der Volkssturm wird das lösen. Die 9. Armee wird den Befreiungsschlag bringen. Da, mit einem Angriffsstein, das kommt wirklich alles in Ordnung. Spätestens. Eine Nachricht von Waffen geschultert. Es tut etwas weh. Es kann sein, dass ich jetzt echt draufgelassen. Okay, ich merke, das ist echt nicht ohne. And we all in the world, we have a one common vision. A world without hunger. Vor Hunger. Nachricht von Peter Lustig. Dein Schwanz ist groß und hart. Dein Schwanz ist klein. Oh mein Gott. Das stimmt überhaupt nicht. Entschuldigung, was für eine Witchcraft, was für eine Magierkraft hat diese fucking Bitch? Ihr könnt das nicht noch platzieren, my lord. Irgendwie bereue ich nicht, dass ich das verpasst habe. Es werden Waffen. Ist jetzt langsam mal gut. People, Germany is with you. Läuft noch. Keine Sorge, das ist gut, das kann man noch essen. Ich bräuchte ein bisschen Äpfel. Dankeschön. The apples are with you. Okay. Wir brauchen Steuern. Oh, die haben mir einen der Kornspeicher zerstört. Die Penors. Oh, ja, stimmt. Meine Mühle ging auch weg. Uncool. Uncool, Bruder. Da muss ich aber los. So, machen wir mal zu, dass wir zumindest hier unsere Ruhe haben. Ich habe alle ersten Angriffe überstanden, das heißt, ich habe jetzt erstmal ein kleines bisschen Ruhe. Wenn ich jetzt mal ein kleines bisschen Ruhe habe, soll mir das erstmal recht sein. Ist jetzt nicht die symmetrischste Burg, aber es geht jetzt erstmal um andere Dinge. Zum Beispiel glücklich zu sein in seinem Leben. Ne?
Ihr könnt vielleicht eine hübsche Burg sein, haben. Aber das sagt nichts über die Leere in eurem Herzen aus. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten eure Befehle sein. Himmel, Herrgott. Bin zur Stelle. Wir haben ein Tor. Das sind ein paar Bogen. Oh nein, 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 nein. Oh, kommt schon, wisst ihr jetzt. Oh nein, 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 nein. Haltet sie auf, bitte. Eine Nachricht von Andrej. Ah, shit, das war knapp. Schade um die ganzen Armbrüste, versteht sich leider. Eine Nachricht von. Welche Kosmetik? Lass mich meine Tante Wilma anrufen. Wilma, kannst du bitte kommen, du? Patrick, Paolo, Larissa, Claudio, Fernando, Pedro, González, Maria, Stos, Santos. Wir machen hier Camping, ein Jahr Ferien. Und dann hast du den... Himmel, halt dir auch mal die Waffe! Eine Nachricht der Raffe. Himmel, Germany is with you. Wir haben ein Torhaus verloren, my lord. Eure Befehle? Eine Nachricht von... Okay, ich glaube, das müssen wir trotzdem neu starten. Naja, das starten wir neu. Aber ich würde bei der Schwierigkeitsstufe bleiben, das passt schon. Mal gucken, was irgendjemand sagt, wenn er mit dem Platz. Eine Nachricht von Andrej. Entweder ist jetzt so gemacht, oder wir kriegen ein riesengroßes Problem. Und dann gibt's Krieg. Das geht dir klar. Hey, what a party! Let's change the world! Okay, machen wir nochmal. In richtig. An sich war mein Stadion ja gar nicht verkehrt, aber ich hätte nicht so früh auf die Produktion gehen müssen. Die ist optional, würde ich sagen, erstmal. Wichtiger ist es tatsächlich erstmal hier die Bude zuzubekommen. Holzfäller, bitte. Erste Holzlieferung muss gewaltig sein. Ersten Essenslieferungen können erstmal von hier kommen. Um das Gebäude zu verwalten. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Apfelfarmen tun es fürs Erste auch erstmal. Kleines bisschen Getreide können wir uns schon mal ranbringen. Ah, nee, können wir nicht. Um das Gebäude zu verwalten. Halt. Nein, ihr könnt nein, das nein, nicht nein, dort nein. platzieren, my lord. Kostenloser Marktplatz FTW. Holen wir uns trotzdem eine Menge Holz für den Start. Doppelt. Käsefarm. Womit? Ja, sag mal. Euren Wunsch. Sagen Sir. Was geht denn hier? Ihr habt nicht genügend Güter. Zack. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Andreas-Style. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Wir benötigen Holz. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit. Na, wieder das gute alte Holz. Christen, das brauchen wir nicht so viel. Hier brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht so viel nach vorne hin. Kommen Sie mal da mal ein bisschen sparsam, was den Platz angeht. An sich machen wir mal ein bisschen kompakter, komm. Keine Steuern ist eine Sache, aber wie wäre es mit einer kleinen Gabe? Na kommt schon. Wir benötigen Holz. Jetzt kommen endlich mal die Lieferungen, wurde auch irgendwo mal Zeit. Machen wir mal ein paar viele Bogenschützen. Ja. Einen guten ersten Schwung an Armbrustschützen. Achtung! Unsere Lebensmittelvorräte Schatzkammer leert sich. Leppa. Skruppa. Skruppa. Geschultert. Okay. Bleiben wir mal hierbei. Können wir so langsam auch ein bisschen hier machen. Passt schon. Aber wenn wir schon so gehen, dann sollte das eigentlich auch für ein bisschen...
Nahrungserhöhung Unsere reichen. Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Hier geht dann auch bald los, keine Sorge. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Kinder, ich will nicht sagen, dass ihr nervt, aber... Eine Nachricht. Ja. And we all in the world, we have a one common vision. A world without hunger. Oh Mann, das... Wir werden überfallen. Bogenschützen bereit. Ach, bin zur Stelle. Waffen. Mein Bogen ist eure Befehle. Die Leute beschweren sich über meine Aussprachweise. Ich meine, ich spreche nur das R hier und da ein bisschen blöd aus. Ja, okay, aber trotzdem... Bitte. Also es liegt irgendwie in der deutschen Natur, sich immer über Dialekte. Gut, ich meine bei ihm schon, aber das ist auch wirklich übertrieben hart, dieser typisch deutsche Akzent. Aber es ist halt echt so, irgendwie hörst du das sonst niemanden bei Leuten, die Dialekt haben oder so und Englisch irgendwie gebrochen sprechen. Aber Deutsche machen sich sofort immer lustig, wenn andere Deutsche irgendwie übertrieben. Dementsprechend nehme ich das auch nicht mehr sehr, sehr lustig, wenn Leute bei mir immer ständig auf meine R-Ausspruchsweise rumherhacken. Weil irgendwann ist das Ding auch ausgelutscht. Eine Nachricht der Ratte. People, Germany is with you. So, zack, zack. In diesem Gebäude eine Nachricht von André. Wenn du nochmal so ein Ding. Wenn ich nicht gesagt hätte, von dem ersten zu hören, dann weiß ich. Ich kann sie nicht mal scheut sein, dann lecken. Zur Stelle. Eine Nachricht so. Von Beste Cosmetics. Du denkst, Bitch, no. De Doa, Boba, De Doa, Boba, De Doa. Ich werde bestimmt das Leben haben, weil die Bitch ist Karesi. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Bitte? Oh, oder oben, passt Waffen. Schon. Eine Nachricht von André. Alles klärchen. Eine Nachricht der Ratte. And we all living in one world. Eine Nachricht von okay. So. Hier werde ich jetzt ziemlich genervt mal wieder, war ja klar. Komm, mach mal kurz ein bisschen Brot weg, dass wir endlich die Schenken haben können. Die passen eigentlich wunderbar hierher. Die passen fast zu gut hierher. Das reicht noch für ein bisschen Bevölkerung plus. Passt wunderbar. Dann können wir eigentlich auch von den Rationen wieder ein Stück zurückgehen. Denke ich, hätte ich schon viel eher auf die. Ja, sag mal, bleibst du mal offen? Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Kurzer Prozess. Mein Herr? So gut wie tot. So. Und oh la 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 la. Das nervt sich ein bisschen. Ballisten bitte. Euer Gnaden. Baumeister, bitte. Besetzen, bitte. Ah, super. Jetzt wird der ganze Zugang natürlich kaputt gemacht. Mit die Ballisten auch mal kaputt, bitte. Dankeschön. Naja, immerhin haben wir einen kleinen Start. Eine Nachricht der Ratte. I just arrived from Germany and I love you. Das hat. Alter, bitte! Eine Nachricht vom André. Nein, der Kessel ist raus! Geobert, der Ticker! Achtung! Es werden Waffen. Eine Nachricht von Peter Lustig.
Ein Schwanz ist groß und hart. Ein Schwanz ist klein. Es werden Waffen benötigt. So macht er auch andere Nachrichten außer dir? Achtung! Hauptsache, nur gut. Hauptsache die Hopfenfarm steht noch, ne? Das ist das Wichtigste. Gut, okay, Käsefarm für Harnische. Eine Nachricht von Kel. Eine Nachricht der Ratte. And we all in the world, we have a one common vision, a world without hunger. Hunger, ja, da steht auch schon Hunger drin. Entschuldigung, was für eine Witchcraft, was für eine Magierkraft hat diese fucking Bitch in Bewegung? Ja, das ist die Frage. Apropos, was für eine Magierkraft habt ihr denn überhaupt? Ah, ist die rare Ratte. Da haben wir die Trashback Queen. Da haben wir Andreas, den Sanftmutigen. Eine Nachricht von Kel. Da haben wir Peter Lustig. Und alter Falter, was macht der denn für eine Burg? Ja. Wir werden überfallen. Ich glaube, Andreas und Peter Lustig werden so das Thumbnail darstellen. Eine Nachricht von Kel. Das Volk liebt euch, mein Lord. Sire? Es wird bin zur Stelle. So, nur Zeit, dass die Produktion losgeht. Nur herumgespielt. Heute gibt es keine Arbeit, Sire. Ich glaube, von hier werde ich mehr in Ruhe gelassen. Ich muss hier unten mal die Produktion dann neu aufbauen. Eine Nachricht von Andreas. Ihr seid eine Nachricht von Andreas. Dankeschön. Hört man doch gerne. Bogenschützen bereit. Ja, super, jetzt brennt die Hütte. Könnt ihr bitte endlich tot gehen? Schön. Gebäude stehen in Flammen, Sire. So. Alles klar. Verleg mal ein bisschen was hier rüber. Ich muss hier noch eine Expansion machen. Mein Bogen ist euer. Mein Herr. Pfeile bereit. Eine Nachricht von André. Wenn du nochmal so einen fängst, dann kriegst du das letzte von den ersten zu hören. Und dann weiter. Jetzt kann sie mich mal kreuzweiden am Arsch lecken. Also die ganzen Nerveinlagen, ja, die nerven halt, ne? Die gehen mir wirklich gerade übel auf die Eier. Aber hey. Achtung! Es werden Waffen benötigt. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Und instant die Ritter da. Also der Typ nervt am meisten. Ich glaube, dem müssen wir echt früh loswerden jetzt im Idealfall. Weil das ist wirklich hart nervig. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ja, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. Ihr habt nicht genügend Gold. Muss jetzt nicht die Welt an Verteidigung sein. Ist das nicht schön? Er liebt uns. Sire. Wir geben unser Bestes. Waffen geschultert. Wohin gehen wir? Und die Just erreicht. Jetzt mal hier die Produktion ein bisschen stabiler aufbauen mit ein bisschen Schutz. Bereit, eure Lordschaft. Zur Stelle.
Weil hier ist ja schwieriger. Womit kann ich dienen? Und ich brauche noch einen Durchgang hier. Auch noch wichtig. Sonst wird es etwas problematisch. Eine Nachricht von... Lass mich meine Tante Wilma anrufen. Wilma, kannst du bitte kommen? Du, Patrick, Paolo, Larissa, Claudio, Fernando, Pedro, Gonzalo... Das ist so lang. Da kriegst du die Krise. Camping, ein Jahr Ferien. Und dann hast du den fucking Salat auf dein Dreckgesicht. Ich habe echt nicht das Gefühl, irgendwas Wichtiges verpasst zu haben in meinem Leben, dass ich dieses Meme nicht mitbekomme. Achtung! Achtung! Und los! So. Eisen! Eisen! Sire, Waffen geschultert! Es werden Waffen benötigt, Sire. Eure Lordschaft. Ein erträglicher Verlust. Ich bräuchte so langsam eigentlich auch mal Produktion von anderen Dingen. Für die Offensive mal. Können wir auch mal dran denken. So, dran gedacht. Wo waren wir stehen geblieben? In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Perfekt. Zur Stelle. Es werden Waffen, zur Stelle. Waffen benötigt sein. Achtung. Jetzt ist aber langsam mal genug mit den ganzen... Und los, wir geben unser Bestes, Sire. Okay, den Trick muss man loswerden. Man merkt, die Olle ist Vasier durch und durch. Ihr seid der längstgrüße Herrscher. Ja, mit, aber nein. Ihr könnt da wohl sehen. Naja, stimmt. Irgendwann hat er doch gemeint, ich soll die Frauen anklicken. Das heißt, irgendjemand hat sogar Kevin gemeint. Haben wir irgendwo welche? Guten Morgen, eure Lordschaft. Udo Bimsstein. Guten Morgen, eure Lordschaft. Hans-Peter Rosshirt. Moment mal. Guten Morgen, eure Lordschaft. Ingeborg Pechgrube. Guten Morgen, Uwe Beutelschneider. Hans-Peter Lauch. Das sind echt die ganzen Namen von den Müttern verändert worden, oder wie? Guten Morgen, eure Lordschaft. Ich glaube, das waren alle, die ich jetzt gerade so hier sehe. Das ist auch bei den Brauerinnen so. Guten Morgen, eure Lordschaft. Ingeborg Vogelweide. Guten Morgen, Schmidt. Eure Lordschaft. Das ist ja alle Ingeborg. Achtung! Es werden Waffen, zur Stelle. Waffen benötigt. Zur Stelle. Nie einfach los. Okay. Bogenschützen bereit. Tom, mein Bogen ist los. Dann gehen wir bald mal in die Offensive über. Jetzt funktioniert ja endlich mal die Wirtschaft so halbwegs. Zumindest weit genug, dass man damit glücklich werden kann. Allzeit bereit. Wir wollen nicht euren Wunsch. What? Eure Befehle? Euer Gnaden. So. Und ich glaube, die Folge geht nun schon lang genug. Ich glaube, die habe ich jetzt ziemlich lang gemacht sogar. Von daher bedanke ich mich an der Stelle erstmal fürs Zusehen und beim nächsten Mal sehen wir uns dann höchstwahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich auch schon beim Finale. Ich glaube, das mehr als zwei Parts werden es nicht, weil jetzt gehen wir dann die Offensive über, weil sehr viel mehr verpassen wir ja nicht. Wir kennen die Burgen, wir kennen die Layouts. Und ich würde sagen, wir hauen jetzt einfach mal ein bisschen auf den Putz. Dann bis zur nächsten Folge.